Okay, hallo, herzlich willkommen zum Online-Kongress Erwachte Beziehungen leben und hallo, liebe Lucia. Ich freue mich total, dass du jetzt da bist, dass wir noch zusammengekommen sind. War schwierig und jetzt sind wir hier zusammen und erstmal herzlich willkommen. Danke, lieber Bettina. Ja, es war super schwierig mit uns. Wir haben ja echt, der erste Termin war ja Mai, jetzt ist Juli. Wir hatten dazwischen ungefähr 5 Absagen, eine von dir und 4 von mir und heute hat es geklappt. Also super genau. Gut, danke. Danke für deine Geduld. Ja. Ja, dazu kann ich einfach gleich nochmal allen sagen, seit ich den Kongress erfunden habe, war klar, dass ich dich interviewen will. Und zwar auch wirklich zum Thema Geld und Beziehung. Und ja, ich will dich vielleicht erstmal ein bisschen vorstellen. Und zwar von dem, wie ich dich erlebe. Gar nicht mal irgendwas Abgelesenes. Ablesen muss ich es hier schon gerade. Aber naja, was mich an dir so bewegt, ist, dass du einen Weg gegangen bist in deinem Leben. Und von außen könnte man sagen, es ist so ein Weg von weniger Geld zu viel Geld. Und aber von innen betrachtet ist das so eine tiefe Bewusstseinsarbeit und Schattenarbeit, die du gegangen bist. Und das ist einfach was, was du immer wieder vermittelt hast und was mich beeindruckt hat. Und was ich aber auch genauso erlebe. Also die Tiefen wollen durchschritten werden und zwar wirklich, wirklich und tief. Genau. Mhm. Ja, genau. Und dann beschreibst du dich und deine Arbeit, und jetzt muss ich doch mal lesen, als Begleiterin bei der Geburt in die wahre Essenz. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, was ist das für dich, die Geburt in die wahre Essenz? Mhm. Ja, dass du einfach deinen Impulsen folgst, die kommen und die dann eben auch umsetzt. Und das ist die Geburt in deine Ware, das Sichtbarwerden mit dem, was du wirklich bist oder willst, ja, dir erlauben, auch zu wollen. Und da berühren wir ja schon ganz viele Tabus. Das zu tun, was du wirklich willst, ist ja gibt es ja kaum auf unserer Welt. Also, ne, das Leben ist kein Ponyhof und so weiter. Und das haben wir alle nicht beigebracht bekommen, also wirklich auch auf unsere Impulse zu hören und die wichtig zu nehmen, weil das sind unsere Lebensimpulse, ja, das sind unsere Impulse, um zu verkörpern, um unsere Mission hier auf die Erde zu gebären, um immer mehr Seele, wirklich, ja, Seelenweisheit, Seelenintelligenz, Schöpfungsintelligenz hier auf die Erde zu gebären und daraus wirklich die neue Welt, ja, das Neue zu erschaffen. Und das braucht Mut, ja, diesen Impulsen zu folgen, das weißt du, das weiß ich. So einen Kongress auf die Beine zu stellen, ist eine Geburt. Du gebärst ja, dich. Ja, du wirst mit all deinen Geburtsimprints, mit allen Verletzungen konfrontiert, eben für dich einzustehen, ja, deinen Platz einzunehmen. Das sind ja alles mein Geburtstrauma-Kongress. Ich habe ja 2 gemacht. Damit habe ich mich mit den ganzen pränatalen Imprints und auch den Geburtsimprints ja beschäftigt und habe gemerkt, bei dem sichtbar werden mit dem, was ich wirklich will, ja, oder auch mit den Preisen, die ich, ja, die sozusagen meine Essenz synchronisieren, damit rauszugehen, ist jedes Mal ein Sterben, also von alten Prägungen, weil du einfach genau diese ganzen Imprints einfach berührt werden, ja, wirklich dich auszudehnen mit dem, was du wirklich bist. Und das ist für mich die Geburt. Ja, und die meisten von uns, wir gebären uns nicht über unsere Matrix hinaus. Also wir bleiben in dem, was sich sicher anfühlt, ja, und wollen nicht das Unsichere fühlen. Aber Wachstum geschieht eben in dem Moment, wo du in die Unsicherheit auch gehst, in das, wo du vielleicht dich orientierungslos fühlst, weil es das noch nie gegeben hat, wo du Sachen machst oder Sachen aussprichst, wo du vorher geschwiegen hast. Ja, und da bewegt sich so viel. Also da kommst du wirklich an die Wurzel deines Seins. Und das ist eben die Neugeburt. Und die meisten von uns, ja, auch ich noch, es hört ja nicht auf. Du gebärst dich ja immer weiter. Also es ist ja immer wieder eine Neugeburt. Es ist ja, ja, aber wenn du das einmal sozusagen erlaubst und durchmachst und darum weißt, wie Geburt funktioniert, ja, und
dann machst du es halt einfach trotzdem immer wieder, auch wenn diese Urängste bei jedem Wachstumsschritt, bei jeder Neugeburt wieder berührt werden. Ja, und die sind tatsächlich kein Ponyhof. Die sind dann tatsächlich auch kein Ponyhof. Das stimmt dann der Spruch wieder. Das ist kein Ponyhof. Nee. Ja. Ja, schön. Ja, das ist, ich finde es immer wieder so ermutigend, wenn du das erzählst. Genau. Und du fängst, das ist ganz spannend, meine Sicht der Beziehungen fängt so ein bisschen an bei den frühen Bindungsmustern und du fängst schon bei dem Zeugungsimprint an und du sagst, da geht eigentlich schon was los und so wie wir gezeugt wurden, so wie unsere Schwangerschaft war, so starten wir ins Leben und auch mit in Beziehungen. Ja. Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, auch unsere ganze Prägung zu Geld ist da eigentlich auch genau. Schon mit drin. Dieses ganze Nehmen und Geben, ja, das Pulsieren der Plazenta, das Auspulsieren, das Nicht-Auspulsieren der Plazenta, das hat so großen Einfluss auf uns, ja, in der Selbstverständlichkeit nehmen zu dürfen. Ja, einfach alles, was dir gehört, ja, die Plazenta nährt uns ja und ist ein Stück von uns. Und zu wissen, dass alles genug da ist, diese Erfahrung machen wir eigentlich gar nicht. Diese Erfahrung von alles nehmen, alles geben. Ja, dadurch, dass wir einfach alle fast nicht das Auspulsieren der Plazenta erlebt haben, fehlt uns dieser Imprint und wir leben alle mit dieser Information eigentlich. Ja, es gibt nur so viel, aber gleichzeitig ist das Wissen in uns irgendwo da, dass das nicht die Wahrheit ist, denn in Wahrheit würde die Plazenta noch 23 Stunden länger pulsieren und du würdest alle Nährstoffe, alle Informationen, ja, könnten noch zu dir fließen, die dir gehören. Und die Plazenta wiederum könnte die Erfahrung machen, dass sie alles geben kann, alles geben kann. Und wenn wir das, ja, das ist nicht so, ja, jetzt gibt es irgendjemanden, der sagt, ja, ich habe aber doch eine Lotusgeburt oder sonst was erlebt und war 24 Stunden an der Plazenta, aber habe trotzdem das Problem, dass ich immer das Gefühl habe, im Mangel zu sein oder nicht genug zu haben. Ja, weil wir natürlich aber auch in ein kollektives Bewusstsein von nie auspulsieren einfach hineingeboren werden. Oh ja, das ist halt. Genau. Und wenn wir da einfach das auch nachnähern, einfach diese Information macht schon so viel, wenn man weiß, ich habe nur 15 Minuten mit meiner Plazenta noch verbracht, anstatt 24, 30, wie viele Stunden auch immer, dann merkt man schon, wir bewegen uns in einem sehr, sehr verkleinerten Feld von Möglichkeiten, weil wir denken, das ist die Wahrheit. Und gleichzeitig ist da ein Teil, wenn ich spreche, spüre ich diesen Teil so sehr, da weiß ganz genau, das ist nicht wahr. Und wenn wir diesen Teil eben Raum geben und dem folgen, diesen Impulsen, dann, ja, dann vergrößert sich wieder dieses Feld, dieser ganze Radius und wir tauchen immer mehr ein in das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja? Und das ist so, so heilsam, eben uns das zu erlauben, dieses zu spüren, nee, da ist mehr, weil fast alle von uns, wir spüren das doch alle, dass da mehr möglich ist und mehr Freiheit und mehr Lebendigkeit möglich ist. Und ja, da kann ich uns nur alle immer ermutigen. Auch ich vergesse es ständig wieder. Es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie die ganze Zeit in Fülle rumlaufe, sondern es ist wirklich ein Rausfallen wieder ins Vergessen. Ja, weil einfach das Vergessen auf der Erde so ein Sog hat. Ja, das zu vergessen um das, wer wir wirklich sind und was wir, ja, was wir eigentlich für Möglichkeiten haben, sich immer wieder zu erinnern. Und das ist das, wo eigentlich immer wieder Impulse gesendet werden und die nicht wegzuwischen, sondern die ernst zu nehmen. Das ist der Weg. Eine krasse Herausforderung, auf jeden Fall der Weg. Und dann sag doch mal, wie geht es für dich, dieses Begrenzte zu befreien? Ja, das ist eine gute Frage. Mache ich auch immer wieder, forsche ich auch immer wieder neu. Ja, also einmal ist es für mich einfach über das Schütteln, also wirklich immer wieder jeden Tag diese Weite zu erinnern, über das Schütteln, das tiefe Atmen, ja, das tiefere Einatmen und das vollständige Einatmen und Ausatmen, also das vollständige Nehmen und das vollständige Geben wieder einfach. Erstmal körperlich auch. Ja, auch einfach körperlich, weil körperlich ist ja alles gespeichert, das Erinnern daran und das überhaupt das Praktizieren davon.
ja, dass das möglich ist, dass wir alles nehmen und alles geben können. Und dadurch setzt sich schon eine Information frei. Ja, das ist auch einfach über dieses, über Breathwork, setzen sich Informationen frei, die sind sehr körperlich und gleichzeitig sind sie universell und sie sind kosmisch. Ja, und deswegen ist das nicht zu unterschätzen. Aber ja, ich arbeite sehr, sehr viel mit dem Körper, weil für mich ist der Körper das Universum oder vor allem das Tor auch zum Universum. Und ja, Entscheidungen immer mehr aus dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten abzuleiten. Also dich wirklich zu connecten mit dem, wenn alles möglich wäre, ja, was würde ich dann jetzt tun? Was würde ich dann jetzt entscheiden? Und dann von da aus heraus die Entscheidungen abzuleiten und nicht von dem, ja, ich sitze jetzt hier und habe kein Geld, habe kein Dings, habe kein Dings. Ne? Aus dem Jetzt-Zustand eine Entscheidung zu treffen, kreiert immer wieder das, was du schon hast. Du musst aus einer anderen Frequenz Entscheidungen ableiten. Und das ist es. Das wünsche ich so sehr allen Menschen. So, ich wünsche mir immer wieder, dass kein Mensch mehr ungeliebte Arbeit machen muss oder was tut, wo er gar keinen Bock drauf hat. Ja. Aus dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist total schön. Ja. Ja, und das heißt nicht, dass das, ne, das klingt dann immer so romantisch und als ob das dann alles easy wäre, aber das ist nicht. Es ist eben kein Ponyhof, das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Ne? Man geht in die Weite und holt es dann auf die Erde. Und das braucht Disziplin, das ist nüchternes Arbeiten. Das geht in die Schattenbereiche. Ja, und wir holen es kollektiv. Wir holen es runter, wir verankern das. Und da sind auch viele Menschen nicht bereit. Ja, wir gehen ins Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, alles weiter, dann machen wir die Augen wieder auf und alles scheiße. Und dann war's das. Ja, und entweder beamst du dich halt die ganze Zeit weg oder du machst dich wirklich an die Arbeit, das auf die Erde zu holen, zu verkörpern. Und das ist teilweise einfach harte Arbeit. Ja, also ich habe es erfahren und gleichzeitig, befreit genau das deine Essenz. Es ist harte Arbeit, weil du in deinem Mangel berührt wirst, ja, auch in deiner Wunde berührt wirst und gleichzeitig in dem Moment, wo du vor dieser Berührung nicht mehr wegrennst, wo du dich dieser Berührung stellst, dich selbst, ja, berühren zu lassen, dich selbst, ja, auch, das ja, rollt sich dann irgendwie ja ein ganzes Feld auf von Glaubenssätzen, die du übernommen hast und alles Mögliche. In dem Moment schaltet sich deine Essenz frei. In dem Moment schaltet sich deine Weisheit frei. Und das ist halt nicht nur schmerzhaft und hart, sondern gleichzeitig schaltet sich Leichtigkeit frei. Und das ist paradox, klingt es, aber ja, Erwachen ist paradox und mega aufregend und spannend. Ja. Ja. Und ich meine, was ich eben noch sagen wollte, wir holen die Dinge ins Kollektiv und wir wissen nicht, wie das Kollektiv auf uns reagiert. So, was ich zum Beispiel gesehen habe an dir, ist, dass Leute anfangen zu beschämen, dass sie einfach sagen, ey, was willst du mit so viel Geld? Ne? Also so. Das heißt, wir müssen wirklich in dem, was trotzdem noch eng ist, trotzdem stehen bleiben in der Weite. Ne? So, das finde ich echt nicht ohne. Genau, ja, soziale Ächtung, in der sozialen Ächtung stehen zu bleiben, im Feuer stehen zu bleiben, das ist es genau, ne? Da nicht zurückzugehen und auch nicht, noch nicht mal zurückzufeuern, kannst du natürlich auch, ja, was auch immer es dann braucht, aber auch dich von dem, was dann kommt an Feedback, an Kritik, auch da gilt es manchmal alles zu nehmen. Nimm es alles und lass es dich berühren, lass es dich triggern und nimm es, ja. Und dann wirst du, wenn du bereit bist, dann wirst du das geben, wieder zurückgeben. Das ist wie Energiewandel. Mhm. Ja, das ist wirklich. Ich habe heute geschrieben, aus Kacke Gold machen. Genau. Ja. Und jeder Trigger, der zu dir kommt, auch. Ja, jede Beschämung oder was auch immer, du spürst ja sofort eine Aktivierung. Mhm. Du spürst etwas, ja, Adrenalin, was auch immer. Und das da nicht wegzurennen, sondern das für dich zu nutzen. Ja, das für, ja, diese Energie zu spüren, darin zu bleiben und dann zu schauen, was will diese Energie kreieren? Und warte mal, da muss ich gerade einhaken. Mhm. Also du fragst dann, was will diese Energie kreieren? Das finde ich wow. Das ist mir noch nie gekommen. Ja. Also, was ich gut kenne, ist, oh mein Gott, ich will mich so nicht mehr fühlen. Ne? So. Mm.
Ja, kenne ich auch. Kenne ich sehr, sehr gut. Und ja, genau, das ist es aber. So will ich mich nicht mehr fühlen und dann aber damit zu sein. Ich will das nicht fühlen und ich trotzdem, und trotzdem zu fühlen, auch dass ich will das nicht fühlen, auch davon nicht wegzurennen. Und dann daraus, aus dieser Energie, sie wandelt sich ja, sie bleibt ja nicht stehen. Ja, in dem Moment, wo du erlaubst, in der Weite zu bleiben, wandelt sich ja Energie. Zu atmen, zu fühlen, ja, dich zu massieren, dich, was auch immer, dich zu spüren, wirklich deine Knochen, deine Muskeln zu spüren. Und in dem Moment, ja, wird Kraft frei, passiert Schöpfung durch dich. Und das zu erlauben, daraus, wohin will diese Energie mich führen? Ja, und dann kommt nämlich ein Impuls, dann kommt eine Handlungsenergie. Und manchmal geht die dann gar nicht mehr gegen den, der da den Trigger abgeworfen hat, sondern geht wirklich für dich. Ja, und manchmal heißt das natürlich auch gegen den anderen, kann auch manchmal sein für dich, ja, da bin ich jetzt überhaupt nicht moralisch, aber kann eben auch heißen, geht, ja, danke für das, danke für diesen Move, weil jetzt weiß ich noch mehr oder konnte ich noch mehr klären in mir, habe noch ein tieferes Standing in mir. Jetzt sind wir schon ganz schön mutig in dem, was wir reden. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Auf die Nervensystemebene. So, da gibt's so dieses, dass wir wirklich ja auch sehr unbewusst gar nicht rausstechen wollen aus der Masse, sondern dass das Nervensystem eigentlich immer reguliert und sagt, bleib mal in dem Rahmen. Nicht mehr verdienen, nicht weniger Geld verdienen. Bleib schön in dem Rahmen, da bist du sicher. Genau. Und da ist ein Punkt von ja eigentlich wieder genauso drüber hinweggehen, drüber hinausgehen müssen. Über das, was das Nervensystem mir eigentlich sagt. Bleib schön im sicheren Raum. Ja. Ja. Genau, also das ist sozusagen das Trauma, die Trauma-Response, ja, und ich glaube eigentlich, dass unsere Instinkte eigentlich in dem Moment, wo wir dann aber trotzdem über uns hinauswachsen, eigentlich erst wach werden und unser Nervensystem, ja, das sich auch erstmal freischaltet, was vielleicht vorher noch auf einer Ebene immer wieder kollabiert ist, aber sich eigentlich jubelt, ja, eigentlich jubelt es in uns. Und das habe ich auch erlebt, also ich bin da völlig aus meiner Matrix rausgewachsen und ich habe auch 90% meines Umkreises, Bekanntenkreises wirklich auch hinter mir gelassen. Und gleichzeitig erschließt sich ja ein neuer Raum. Also es öffnet sich ja gleichzeitig ja ein neuer Raum, den du vorher noch nicht auf dem Schirm hattest. Den kanntest du halt nicht. Ne? Und plötzlich bist du in ganz neuen Themen drin, bist du in ganz neuen Forschungen drin, ja, und merkst so, okay, das hat mir ja keiner gesagt, dass es das gibt, ja, das ist dir vorher auch nicht begegnet, aber in dem Moment, wo du dir erlaubst, das ist es ja eben, deinen Impulsen zu folgen, ja, das fühlt sich an wie Vernichtung, das fühlt sich an wie Sterben, das ist auch ein Sterben, es ist ein Sterben der alten Identifikation und gleichzeitig öffnen sich wirklich große neue Räume, Möglichkeiten und dein ganzes Resonanzfeld, du vibrierst anders. Es kommen andere Menschen zu dir, nämlich Menschen, die merken, du hast den Schritt gemacht. Das ist noch nicht mal etwas, was du die ganze Zeit irgendwie an dein Schild schreiben musst oder irgendwie, sondern das ist ein Resonanzfeld. Ja, du vibrierst anders. Menschen spüren, du bist weitergegangen als sie vielleicht oder du bist einfach ein Gate für sie, für andere Seelen auch zu verkörpern. Das ist einfach, dass dein Feld ganz andere Leuten, Menschen anzieht oder auch Situationen, Umstände. Ja. Ja, da sprichst du wirklich ganz viel meinen jetzigen Weg an mit dem Kongress. Ne? Und wir haben auch nicht mal über Geld geredet jetzt. Eigentlich reden wir über das große Leben. Ja, Geld ist ja auch einfach nur, wenn wir irgendwie an dem Geld hängen, an der Form von Geld, dann ist es auch schon wieder ein bisschen verloren, sage ich mal. Dann hängen wir wieder an der Nadel. Ja. Und letztendlich, das ist ja auch immer das, was ich teache in meinen Kursen, dass Geld einfach ein Tool ist für Verkörperung. Also das ist einfach, ja, Geld ist auch Energie, nur Energie. Ja, und eigentlich ist es unser, es ist das, ja, Wurzelthema. Es steht uns zu, diese Fülle-Energie einfach zu verkörpern und
da, dass sie einfach zirkuliert in uns. Und wir werden halt einfach davon ferngehalten durch Konditionierung und alles Mögliche. Und da durchzubrechen und sich das Geburtsrecht an Fülle zurückzuerobern, befreit dich eben aus einem großen Mindfuck, aus einem großen kollektiven Mindfuck. Ja, und dafür ist Geld einfach wunderbar, dich aus der Matrix zu katapultieren. Ja, aber wenn wir dann irgendwie an Geld hängen oder an irgendwas, ja, dann wird es auch schon wieder ein bisschen unflexibel. Ja, aber Geld lebt und Geld ist, ja, für mich war es auch, es war 1-2 Jahre super wichtig und interessant, über Geld zu verkörpern, weil es mich so tief befreit hat von existenziellen Themen, eben ausgegrenzt zu werden oder der Lüge, dass es ein Maß gibt oder dass es doch genug sei. Ja, weil es eigentlich ist es offen. Und nur weil irgendwie 99% der Menschen nicht daran glauben oder daran festhalten an der Lüge, dass es begrenzt ist, heißt es ja nicht, dass wir das alle so müssen. Ja? Und das waren für mich einfach 1-2 Jahre und das ist immer noch. Aber ich merke auch, dass die Faszination gerade ein bisschen einfach nachlässt und auch mich das Leben einfach zu ganz anderen Themen schiebt, wo ich verkörpere, weil mein Leben mich sowieso immer darin schult, irgendwie ganz viele Wege kennenzulernen. Ja. Ja, manche haben das, die kommen auf die Erde und die machen dann irgendwie 50 Jahre dasselbe. Und bei mir war es immer, dass immer was Neues kam und mich auch in wirklich tiefe Schattenbereiche einfach. Ja, ich habe viele Initiationen. Das Leben initiiert mich. Da kann ich tun und machen, was ich will. Ich dachte, jetzt habe ich es und dann habe ich es, wird mir wieder alles, ja, jetzt gerade. Ich bin in einer Situation. Vor einem Monat dachten wir noch, wir kaufen ein Haus in Portugal. Wir kommen jetzt endlich an nach 2 Jahren Nomadentum. Und jetzt sind wir in Israel und alle Pläne sind über Bord. Wir bleiben jetzt hier. Ich bin hier gerade in einem 30 Quadratmeter Apartment, weil in dem Dorf von Jonis Eltern gibt es einfach nichts anderes. Ja, und ich bin auch, also manchmal werden dir einfach die Hände gebunden und dann merkst du so, ja, okay. Und was jetzt? Was spielt das Leben jetzt aus? Ja, ich habe meinen Kindern gerade Made in China alles gekauft, weil hier gibt es nichts anderes. Die sind aber überall rausgewachsen. Wir werden jetzt hier hinziehen. Ich habe mein Auto noch am Flughafen in Lissabon. Haben wir unser Auto am Flughafen in Lissabon stehen. Wir haben 3 Lager, 1 in Portugal, 1 in der Schweiz, 1 in Berlin und wollten eigentlich jetzt alles in Portugal zusammenführen. Jetzt müssen wir hier bleiben. Wir müssen einfach hier bleiben. Es gibt keine andere Wahl. Wir bleiben jetzt hier. Wow. Ja, und das ist krass. Es ist einfach krass. Und ja, es ist, ja, manchmal ist es so, okay, wir dachten irgendwie, wir sind auf einem guten Weg. Und ich sage mir, wir sind auf einem schlechten Weg. Irgendwann werden wir auch hier die ganzen Messages verstehen und deuten und alles super. Aber jetzt gerade ist es auch einfach so, das, was unsere Werte gerade waren, die wir gut, ja, eigentlich immer durchziehen konnten oder uns danach richten konnten. Es geht hier gerade nicht. Ich habe keine Zeit, hier irgendwo einen Ekoladen mit Kindermode zu finden oder hier gibt es nur den Kindergarten, den es hier gibt. Ja, meine Kinder sind jetzt in einem Kindergarten, der vertritt nicht die Werte, die ich habe. Ja, die backen jetzt mit Zucker, das sind 30 Kinder, die spielen vielleicht auch mit irgendwelchen Plastikwaffen. Gestern waren wir hier in Israel im Naturreservoir und komm da an deiner Quelle und dann sind da 20 Soldaten mit 20 Maschinengewehren. Das ist halt so. Es ist halt so. Mein Sohn kriegt Angst, ja, aber das Leben schiebt uns gerade wirklich das, nimm das, friss das, was da ist und such da das Gold. Ja, und das ist es wirklich, wenn wir da irgendwie festhalten oder uns ein darauf, oder das ist das, was ich gerade lerne, irgendwie sich darauf was einbilden, weil man irgendwie das und das und das und das, und man glaubt, man kann nur noch in hohen Frequenzen leben und so weiter, dann vergiss es. Ja, an manchen Punkten ist es einfach, das Leben ist die größte Lehrerin. Und wenn sie sagt, jetzt ist Zeit zu lernen, dann hast du keine andere Wahl. Nimm das. Und bleib darin lebendig. Und das ist halt echt. Das sind meine Teachings. Und wer geht jetzt gerade wieder in Lehre? Ich natürlich. Wer denn sonst? Ja. Super spannend. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Thema Geld können wir jetzt so zur Seite schieben. Das Leben ist irgendwie viel wichtiger. Das Leben gerade ist viel wichtiger, ja. Ja, klar. Also ich glaube aber auch, ich teache weiterhin das Thema Geld, weil es einfach, ich liebe das Thema. Ja. Und gleichzeitig, ja, es ist gerade, ja, es ist nicht mehr im Vordergrund. Es geht noch tiefer, es werden noch tiefere Schichten berührt. Also wirklich existenzielle Schichten, ja.
Und letztendlich sagst du, das hat so angefangen, dass du mutig genug warst, deinen Impulsen zu folgen. Und so hat sich dein Ja, Leben aufgerollt. so hat sich das alles aufgerollt. Ja, so Ja. hat sich das aufgerollt und ist seitdem sehr, 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 also bewegt sich unglaublich viel. Also es bewegt sich sehr, sehr viel. Es wird wirklich wie aus der Tiefe ausgehebelt. Also Themen werden, kommen ans Licht. Es ist wie so eine sehr plutonische Katharsis, in der wir einfach als Familie drin sind. Und ja, mein Mann ist Israeli, ich bin Deutsch, komme aus dem deutschen Adel und so weiter. Da sind so viele tiefe Themen. Ja. Und wir haben uns nicht umsonst getroffen. Und ja, manchmal, wir denken immer, oder wie ich dachte, so verkörpern, ja, das macht ja, das ist ja mein Training und ich mache, wird alles dafür tun, ja, dass es noch mehr verkörpert. Und gleichzeitig merke ich auch, wie ich an manchen Punkten gerade einfach denke, so, ey, was soll das? Also ich kann nicht mehr. Give me a break, give me some, gib mir Support, gib mir einfach Support. Es ist gerade einfach super viel. Und auch das zu erlauben, dieses völlig unspirituelle, dieses Rumfluchen, weißt du, wo ich gerade verkörpere auf der Autobahn, auf der israelischen Autobahn. Ja, hier Autobahn zu fahren das ist wie für mich im Geburtskanal sein. Da werden so tief Ängste getriggert, die Leute fahren, überholen von rechts, von links. Es ist wirklich die ganze Zeit so. Und da zu bleiben, ja, nicht zu sagen, ich nehme jetzt einfach die Ausfahrt, das ist mir, das reicht, sondern weil ich habe dieses im Geburtskanal, also Enge nicht aushalten können, ja, im Flugzeug, im Fahrstuhl, meide ich alles, aber jetzt muss ich hier über die Autobahn fahren. Ich muss das jetzt machen. Ich muss mich jetzt hier behaupten. Und ja, dieses Verkörpern, diese ganze spirituelle Blase einfach zum Platzen zu bringen. Also wieder Herrlich. mal. Super, 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 super. Dein Leben ist eine israelische Autobahn. Ja, jetzt gerade ist es das wirklich. Es ist krass. Wow. Ja, Israel ist sehr, sehr existenziell. Ja, du gehst eben, gestern gehen wir an die Quelle, du denkst, du bist alleine, plötzlich sind da 20 Soldaten, die sind alle entspannt, es ist alles gut, aber es hat eine Energie, wenn da 20 Maschinengewehre um dich herum sind. Ja, oder du gehst Kaffee trinken und ja, sie kommen mit ihren Gewehren. Das sind ganz normal, also es ist einfach immer präsent, es ist immer präsent. Wow, und ihr habt echt entschieden, da zu bleiben. Nee, das haben wir nicht entschieden, das Leben hat entschieden, es gibt keine andere Wahl. Gerade nicht. Es Okay. gibt keine andere Wahl. Oh, gut. Also, es gibt bestimmt, aber es ist die Zeichen des Lebens sprechen klar. Ja. Ja. Soll ich mal auf meine Liste gucken, ob ich noch was habe, Ja, was ich frag eigentlich gerne. machen wollte? Doch, ich weiß es. Also für mich geht es nochmal um die Frage neue Welt. Wie sieht die neue Welt aus für dich? Also das ist so ein Teil, der ist mein Anliegen, wirklich in wahrhaftigen Beziehungen zu sein und genauso wie du es beschrieben hast, in wahrhaftiger Beziehung zum Leben überhaupt und zu den Menschen. Und das ist so eine Vision von mir. Mögen alle sich wieder trauen, ganz wahrhaftig in ihren Beziehungen zu sein und in ihrem Leben. Auch zum Thema Geld, genau. Und auch zu dem, was mich am Geld triggert oder wo ich merke, zum Beispiel das Geldthema ist sehr eng. Ja. Oder wie sieht die neue Welt auch zum Thema Geld aus für dich? Wie siehst du das? Zum Thema Geld. Einfach entspannt, dass es eigentlich gar kein Thema mehr ist. Es ist einfach da. Es ist einfach, Ja. es fließt einfach. Es ist einfach dein Wurzelchakra. Es ist so selbstverständlich, bist du da einfach, hast du das Recht darauf, ja, einfach immer genug zu haben. Das ist kein Thema mehr. Es ist einfach kein Thema mehr. Ja, das ganze Geld ist ja im System von Angst und Kontrolle seit vielen tausend Jahren. Und das darf einfach in die Liebe geführt werden. Und die, ich meine jetzt nicht die romantische Liebe, sondern in die brutale, ganzheitliche Liebe. Ja, es darf einfach, es darf frei sein. Es darf einfach frei sein. Und es ist, Geld ist.
Erdung. Geld ist einfach manifestierte Lebendigkeit. Mhm. Ja. Und ich meine, auch Israel, das ist ja von der Spiritualität, ja, die haben das Geld nie verwehrt. Und das ist so gut. Warum sollte man es verwehren? Und dann werden sie schlecht gemacht, die reichen Juden. Nee, die, ja, also wenn wir jetzt, weiß ich nicht, ich bin auch nicht kein Kabbalah und so weiter. Ich kenne diese, ich bin da nicht wirklich tief drin. Aber sie haben Spiritualität und Geld. Das war kein Thema, dass man das irgendwie auseinandernehmen muss. Mhm. Ja, also wie wir das in der Kirche oder sonst wo gemacht haben, sondern das ist eins. Und das kann ich nur empfehlen, dass wir da wieder hinkommen, dass das einfach wirklich materialisierte auch Spiritualität ist. Ja, also dich wirklich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, führt dich eigentlich erst in die tiefste Spiritualität hinein. Und das ist eben das, was auch in Portugal einfach viele, was da sehr spürbar war, sehr viele spirituelle Menschen, aber niemand hat Geld. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, das ist einfach ein Schattenbereich, weil da kommst du wirklich an tiefe Themen dran. Ja, wenn du da, Geld ist ein Tabu und du willst der gute Mensch sein und deswegen verwehrst du Geld, was bewegst du damit? Also was kreierst du damit? Wozu? Eigentlich entmächtigst du dich. Ja, und dann zeigst du auf die Macht haben. Und dadurch passiert gar nichts. Es passiert nichts Neues. Ja, Geld ist auch Macht und nimm doch deine Macht zurück zu dir. Also wem gibst du die Macht, wenn du auf deine Macht verzichtest? Es gibt 1000 Menschen, die nehmen deine Macht sehr, sehr gerne. Ja. Aber dann schimpf nicht über sie. Also das ist wirklich, das nimmt einfach deine Macht wieder zurück zu dir. Und sei bereit, durch die tiefsten Schatten zu gehen. Und dir, ja, wenn Menschen sagen, also ich bin da überhaupt auch da, ja. Jeder hat ja seine anderen Themen, wo er gerade dran ist, ne, wo man gerade, aber da einfach offen zu sein, dem wirklich mal zu begegnen. Es ist wirklich eine tiefe spirituelle Arbeit, sich mit Geld auseinanderzusetzen, mit allen Themen, all dem, was du nicht haben willst, was du nicht sehen willst, was du nicht hören willst. Ja, hol das alles rein. Zieh dir all deine Glaubenssätze mal richtig rein und dann schau mal, was passiert. Das ist ein Detox hoch 10. Das ist das größte Healing, was du dir schenken kannst. Klär dich mal auf. Ja. Und deswegen, dafür liebe ich Geld. Und das hoffe ich, dass wir da einfach wirklich uns diese Aufgabe stellen und das wirklich nach unten holen. Ja, dass wir wirklich unsere Lebendigkeit uns wieder zurückerobern. Und dass es eben nicht normal ist irgendwie, dass in manchen Ländern niemand was hat und wir haben so. Und dann, also dieses ganze Spiel, ja, also dass das einfach aufhört. Dass es einfach selbstverständlich wird. Dass Geld einfach da ist im Überfluss. Dass es unser Geburtsrecht ist, weil es diese Energie ist, es ist unsere Energie, die sich materialisiert über Geld, ja, die du in Form von Geld vielleicht hast, aber letztendlich geht es um die Energie. Es ist deine Energie. Verzichte nicht darauf. Warum? Wie schön, Lucia. Also es ist unglaublich ein großes Brennen in dir. Total schön, ja. Ja. Und es entspricht total meiner Sichtweise vom Leben. Also einfach wirklich weitergehen und reingehen und durchgehen und die Kacke nicht, ich hab's heute mit der Kacke, die Kacke nicht vermeiden, sondern nutzen, genau. Ja, weil eigentlich ist es ja noch nicht mal, ja, es ist einfach, es wird so dargestellt und in Wahrheit ist es einfach nur Energie, die wir entfremdet wahrnehmen und das ist halt so schade, wenn wir uns das entgehen lassen. Ja. Ja, also für mich ist das wirklich wie so ein Energieball. Und wenn wir das darauf verzichten, dann was passiert mit diesem Teil von Energie von dir? Wer nutzt deine Energie? Das ist schon, wenn du dir diese Frage stellst, weil Geld ist Energie. Und dir steht, ja, wenn wir sagen, jedem steht so und so viel zu und du verzichtest darauf, was passiert mit dieser Energie? Tolle Frage, ja. Wer kreiert daraus? Wer kreiert mit deiner Energie? Lass es nicht zu. Nee, genau, ja. Wow. Ja.
Und das ist auch so wichtig, einfach deine Preise zu nennen, in denen du vibrierst, weil das lebendig bleibt. Ja, letztendlich synchronisiert Geld deine Lebendigkeit auch und dein Wirken nach außen. Und darüber erreichst du auch deine Menschen, die deine, ja, deine Essenz strahlt auch über deine Preise nach außen. Das heißt nicht, dass du teurer oder niedriger. Es ist einfach nur, nimm die Zahlen, die sich für dich gut anfühlen und nicht irgendwie denk nicht, ja, von außen muss ich, weil die und die es so und so, dich nach außen richten, ist immer der Tod deiner selbst. Also lass dich lebendig sein und schau, wie will sich das nach außen synchronisieren, damit auch die Menschen zu dir finden, die für dich bestimmt sind, mit denen du zusammen schöpfen kannst. Ja, war zum Beispiel eine Frage beim Kongresspreis, ne? So, wie viel kostet jetzt der Kongress? Puh, da musste ich wirklich viel spüren und auch immer wieder revidieren und nochmal reinspüren und ja. Genau. Ja. Ja. Gibt's noch was, was du den Menschen mitgeben magst? Zum Thema Geld, zum Thema Beziehung, zum Thema Leben? Ja, bei mir ist gerade tatsächlich das Thema Beziehungen nimmt gerade bei mir einfach einen großen Stellenwert ein, weil ich merke, alle meine Beziehungen ändern sich gerade. Also einfach, da kommt eine ganz neue Frequenz ein. Ich bin ja auch Astrologin, also oder arbeite auch astrologisch. Astrologin würde ich nicht sagen, weil da gucke ich zu wenig. Aber habe viele astrologische Ausbildungen gemacht und berate ja auch meine Klienten alle auch astrologisch mit oder habe es mit im Auge. Und ich weiß einfach gerade, ich habe Uranus auf dem DC. Also, und das ist so krass spürbar. Das war gerade mal, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen. Und seitdem wird mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, also unser gesamtes Familiensystem. Und wie sich dadurch einfach es ist wirklich ein, also wo wir durchgehen, das ist wirklich, das wäre, hätte mir jemand das vor 2 Monaten erzählt, das wäre ein Albtraum für mich. Also es ist wirklich ein Albtraum irgendwo. Und gleichzeitig dadurch, dass es so existenziell ist, öffnen sich so neue Beziehungsräume. Und auch ich und mein Partner, wir begegnen uns, mein absoluter, ja, mein größter, geliebter, ja, Schatz, also mein Ein und Alles. Mein Mann ist mein Ein und Alles. Und wie wir uns jetzt in dieser existenziellen Situation einfach so neu begegnen und auch Sachen machen, die hätten wir sonst nie gemacht, weil wir viel zu gemütlich wären. Ja, wir sind jetzt in den letzten 10 Tagen 3-mal um 3.30 Uhr aufgestanden und waren irgendwie 2 Stunden im Kinneret, im See Genezareth schwimmen, sind in den dunklen See rein zum Sonnenaufgang und waren 2 Stunden im See. Das hätte ich mich nie getraut. Ich wäre niemals um 3.30 Uhr aufgestanden, um in den See Genezareth zu gehen. Ja, aber jetzt machen wir solche Sachen. Ja, oder gehen an einem anderen Tag, sind wir um 3.30 Uhr aufgestanden, 1 Stunde gefahren, dann zu irgendeiner Quelle gegangen. Und ja, mein Mann steht jeden Morgen jetzt zum Sonnenaufgang auf. Es ist einfach, ja, übermorgen gehen wir Eisbaden nach Wim Hof. Ja, das würde ich auch niemals machen. Es kitzelt dich so heraus aus der Komfortzone. Und obwohl alles zusammenbricht, bricht so viel auf. Es bricht so viel auf, was vorher so verschlossen war. Und dafür ist manchmal tatsächlich irgendwie immer noch manchmal diese Krassheit nötig, dass du eben aus den Hummeln kommst. Ich dachte ja auch schon, mein Teaching ist ja, ja, wachse über deine Komfortzone. Wenn ich jetzt zurückgucke, das war alles Peanuts. Was jetzt passiert, ist wirklich krass. Ja, also das ist es halt eben. Und das ist echt, wenn man sich irgendwie an seinen eigenen Teachings plötzlich wiederfindet und dann merkt, okay, jetzt gibt es nochmal ein Update. Es gibt ein Update. Und wie sich wirklich alles hier, alles bei mir eigentlich gerade um Beziehungen, sich alles neu ordnet und noch echter wird, noch tiefer wird, noch mehr im Moment, weil ja auch ganz Israel schwingt in, wird es einen Morgen geben? Wird es einen Morgen geben? Keine Ahnung, es ist das jetzt. Ja, und das ist das, das ist diese Frequenz, die hier gerade wirklich alles ins Wanken bringt und neu aufbaut. Und ja, wir sehen uns in einem Jahr oder wann auch immer wieder, Bettina. Und ich bin gespannt, wo wir dann beide sind, was sich da neu erschaffen hat. Oh, ja. Da bin ich auch super gespannt, ja. Bei dir und bei mir, genau. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung, genau, keine Ahnung. Es ist wirklich so, ich habe keine Ahnung. Ja.
Ja, da stehe ich auch. Also ich habe ja auch einfach meine Arbeit beendet, habe gesagt, ich weiß nicht weiter, aber so nicht. Und ich gehe raus aus dem, was nicht nährt, was nicht schön ist, was langweilig ist. Und ich gehe dahin, wo ich nicht mehr weiter weiß. Genau, Genau. perfekt. Wow. Ja, was für eine große Lehrerin du bist. Also einfach nur, ne, ohne dass du jetzt sagst, wir lernen, oder was für eine große Seele du bist. Lucia, danke, dass du Danke. uns mitgenommen hast. Das war jetzt wunderschön und sehr, sehr tief. Sehr schön. Ich Danke glaube, dir für den Raum. Da nehmen viele Menschen was von mit. Ja. Also Danke. von Herzen danke. Danke Bis dir und an in alle. einem Jahr. Wir schauen. Ja! Genau. Schön.